Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, und willkommen hier auf der Achima 2012 zur Roten Couch. Mein Name ist Ulla Reutner, ich bin Chefredakteurin der P&A. Während der gesamten Messe sprechen wir mit wichtigen Industrielenkern über Themen, die bewegen. Sie können uns live hier auf der Messe oder auf YouTube erleben. Jetzt bei mir auf der Roten Couch begrüße ich Herrn Stefan Neuburger, Geschäftsführer der Krone-Gruppe. Wir sprechen über Messtechnik. Messtechnik am Limit ist die Frage. Zukunftsfähige Lösungen im Zuge der Energietechnik. Herzlich willkommen, Herr Neuburger. Dankeschön. Guten Tag, Frau Dr. Reutner. Herr Neuburger, glauben Sie noch an die Energiewende? Ja, Frau Dr. Reutner, ich denke, das ist fast eine philosophische Frage. Ob wir an die Energiewende als solches glauben, ist nicht die Frage. Die Frage ist aber, das veränderte Verhalten wird die Welt, wird uns Menschen verändern. Und wenn wir uns mal von dem Wort Energiewende trennen können und sagen, wir laufen zu einem Energiemix, würde ich mich da erheblich wohler bei fühlen. Was Tatsache ist, ist, dass sich die heutigen Kraftwerke verändern müssen im Zuge dieses Energiemixes. Müssen Sie Ihr Portfolio als Messtechnikhersteller für den Kraftwerks- und für den Erdöl-Erdgassektor komplett neu aufstellen? Komplett neu aufstellen, würde ich sagen, ist einfach ein bisschen zu weit gegriffen. Mit Sicherheit werden wir die vorhandene Messtechnik, sei es Ultraschall, Coriolis, welche physikalischen Messmethoden wir auch zugrunde legen, werden wir auf die Applikation erweitern müssen. Es wird in höhere Temperaturen gehen, es wird in andere Materialien gehen, es werden andere Messparameter gemessen werden, sodass eine Adaption, sinnvolle Adaption des Portfolios geleistet werden muss. Mhm. Was sind die aktuellen Anforderungen? Was braucht der Markt heute an Messtechnik und wie verändert sich das auch in Zukunft? Was der Markt heute an Messtechnik braucht, ist im Wesentlichen im Rahmen klassischer Instrumentierung im Kraftwerksmarkt mit klassischen Temperaturbereichen. Hier werden wir im Rahmen der Energieeffizienz mit Sicherheit viel weiter in den Hochtemperaturbereich hineingehen. Hier reden wir von Temperaturen 500, 600 Grad Heißdampf. Das werden Messmethoden sein, die die Energieeffizienz dieser Kraftwerke deutlich bestimmen wird. Ein weiterer Parameter wird mit Sicherheit sein, dass der Kunde vermehrt darauf achten wird, nicht nur wie viel fließt da, wie viel ist da im Behälter, sondern was, der qualitative Merkmal bei der Energiegewinnung wird eine höhere Rolle spielen als bislang. Mhm. Und welche Kraftwerkstypen werden jetzt bereits kurzfristig im Rahmen der Energiewende entstehen? Ja, eigentlich so die Antwort, die plakative Antwort wäre immer gewesen und alles nur noch Renewables und alles nur noch über Solarthermie. So wird es nicht sein. Wir werden vermehrt den Einsatz sehen von Gaskraftwerken und auch hier vielleicht ein Trend. Amerika durch die unkonventionellen Erdgasvorkommnisse wird mittelfristig zu einem Gasexporteur werden. Hier werden wir neue Infrastrukturen sehen, hier werden wir neue Art vom Umgang mit dieser Energie erleben und diese Kraftwerke werden sich im Rahmen des Energiemix doch durchsetzen. Gaskraftwerke werden ja auch hierzulande gefordert, um Schwankungen im Spitzenlastbereich kompensieren zu können im Zuge der Energiewende. Energieerzeuger, die großen fünf, stehen doch dem im Augenblick ziemlich abweisend gegenüber mit dem Argument, Erdgaskraftwerke sind nicht wirklich lukrativ zu betreiben. Wie stehen Sie dazu? Ja, ich denke mal, im allgemeinen Trend muss man eigentlich sagen, ist eine wirklich sinnvolle Betreibung von Erdgaskraftwerken nur dann möglich, wenn wir auf unkonventionelle Gase gehen werden, wie es Amerika ganz massiv tut. Damit wird der Rohstoffgas sehr, sehr viel günstiger werden. Und machen dann im Prinzip auch im finanziellen Bereich, würden die auch Sinn machen. Aber hier ist letztendlich auch eine politische Entscheidung gefordert, um diese Kraftwerke zu wollen und auch die Besteuerung von Erdgas entsprechend zu positionieren. Aber rein technisch ist es in Deutschland ebenso möglich wie in den USA? Rein technisch ist es in Deutschland ebenso möglich wie in den USA. Wir kennen ja die Diskussion gerade in Deutschland aus dem Münsterland, unkonventionelle Gasvorkommnisse. Aber hier ist doch die Zurückhaltung der Bevölkerung aus Umweltgründen erstmal begreiflich, verständlich. Aber hier muss letztendlich die Bevölkerung informiert werden über die technischen Möglichkeiten und deren Konsequenzen. Mhm.
Sie nannten gerade eben Unterstützung durch die Politik. Auf der anderen Seite, welche technischen Möglichkeiten gibt es denn, um Erdgas- oder Gaskraftwerke ganz allgemein durchaus lukrativer zu machen? Also die technische Möglichkeit richtet sich erstmal nach der Gasinfrastruktur. Ich muss mir ja einfach mal überlegen, dass ich dieses Gas nicht mit irgendwelchen Tankkraftwerken über irgendwelche holprigen Straßen bewegen kann. Ich müsste letztendlich eine Infrastruktur schaffen von Pipelines, von Abnehmestationen, von einer sehr, sehr präzisen und guten Gasmesstechnik, um wirklich die Genauigkeiten hier zu erfassen, bis hin zu Messparametern, die im Prinzip direkt im Gas letztendlich den Brennwert ablesen lassen. Denn bis heute messen wir immer noch Kubikmeter Erdgas. Wir müssten eigentlich Brennwert oder Energie messen, was im Übrigen auch für andere Energien wichtig ist. Auch das Öl sollten wir eher mal oder den Treibstoff an der Tankstelle nach Energie verkaufen und nicht nach Litern. Und die messtechnischen Möglichkeiten bestehen dazu schon oder sind in der Entwicklung? Wie sieht es da im Moment aus? Die messtechnischen Möglichkeiten bestehen, sie sind in der Entwicklung. Wir werden in der nächsten Generation mit Sicherheit Geräte erleben, wo ein Durchflussmessgerät für einen Gasdurchfluss durchaus in der Lage sein wird, auch mit einem direkt integrierten Gaschromatographen oder einem Massenspektrometer letztendlich direkt die Werte zu erfassen, die letztendlich wirklich für den Verbraucher und auch für die Energiekonzerne wichtig ist. Mhm. Massenspektrometer integriert im Durchflussmessgerät. Welche Zeit sehen Sie da, welche Zeitspanne, bis so etwas zu erwarten ist? Das hört sich für mich doch nach Future an. Frau Dr. Reutner, das ist mit Sicherheit auch Future. Aber wir, ich kann da sagen, als Krone-Gruppe arbeiten an dieser Technologie ganz intensiv mit einem Projekt, das vom Bundesministerium für Forschung und Technologie auch gefördert wird, zusammen mit einem namhaften Chemiekonzern, wo wir so ein Thema aufsetzen werden. Und Sie sprachen von Zukunft, ja, aber ich denke mal, in 10 Jahren oder wird man schon ernsthafte Dinge sehen. Im Rahmen der MEMS-Technologie werden hier Dinge möglich werden. Mhm. Die Bedeutung von Erdgas steigt auch durch die stärkere Nutzung als Rohstoff in der Chemie, natürlich auch durch den Verbrauch an der Tankstelle, vielleicht auch noch mal später deutlich mehr als heute. Welche Herausforderungen entstehen dadurch für die Messtechnik? Ich denke mal, dass einfach mal die Messstellenmengen zunehmen werden. Das heißt, wir werden, wenn wir heute Erdgas messen, im Wesentlichen häufig noch mit mechanischen Geräten, so als ein Balgengas-Zähler ist oder ähnliche Produkte, werden wir doch sehen, dass die neuen Technologien hier Einzug halten werden, wie Coriolis-Messtechnologie, Ultraschall-Messtechnologie, nicht bewegliche Teile. Das setzt aber voraus, dass es diese Produkte zu einem marktfähigen Preis gibt, mit einer hohen Wiederholbarkeit in der Messung. Das wird letztendlich die Herausforderung sein, eine hochpräzise neue Messtechnologien zu einem marktgerechten Preis einzuführen, sodass sie im Prinzip über die Breite verbreitet werden können. Mhm. Im künftigen Energiemix werden nachwachsende Rohstoffe als doch sehr zentraler Bestandteil auch promotet. Welche Bedeutung schreiben Sie diesen nachwachsenden Rohstoffen zu? Welchen Anteil am Energiemix können wir denn hierzulande tatsächlich erwarten? Den Anteil halte ich persönlich für relativ bescheiden. Wir werden mit Sicherheit nachwachsende Rohstoffe haben, sei es Raps, sei es Öle. Wir werden das haben, aber man muss natürlich immer das Thema ausbalancieren zwischen dem Thema nachwachsender Rohstoff für die Energiegewinnung und letztendlich auch Rohstoffe, die auch für die menschliche Versorgung notwendig sind im Rahmen des Nahrungskreislaufes. Und hier müssen wir im Prinzip eine schwierige Gratwanderung begehen. A, die nachwachsenden Rohstoffe sind eine Möglichkeit, aber müssen natürlich gucken, welche landwirtschaftlichen Flächen stehen uns zur Verfügung. Und der Rasse Mensch stehen nicht beliebig nutzbare landwirtschaftlich nutzbare Flächen zur Verfügung. Und ich denke, wir müssen sehr, sehr sorgsam mit diesem Umgang dieser Ressource umgehen für die gesamte Menschheit. Mhm. Wie sieht es denn mit der Solarthermie aus, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf? Sind auch dafür neue Entwicklungen in der Messtechnik notwendig oder gibt es da an und für sich schon die richtigen Messgeräte, um Solarthermieanlagen auch effizient aufzusetzen? Ja, es gibt mit Sicherheit die richtigen messtechnischen Ansätze, aber gerade die Solarthermie-Messtechnik
setzt ein paar bestimmte Parameter, gerade für unser Haus, wenn Durchflussmesstechnik kommt, wo dann auch gemessen werden muss in Höchsttemperaturbereichen, Thermoöl so bei 400 Grad, geschmolzene Salze bei 500 Grad mit dem gewissen Einfluss von Temperaturschlieren im Medium. Das erfordert noch die weitere Entwicklung von neuer Messtechnik, wobei die Basismesstechnik eigentlich vorhanden ist. Aber wie ich eingangs schon sagte, die Antwort wird sein, wirklich eine zielgerichtete Applikationsanpassung vorzunehmen. Mhm. Ja, last but not least, Ihr Resümee. Herr Neuburger, brauchen wir unterm Strich nach der Energiewende eher mehr oder eher weniger Messtechnik? Ja, frei eigentlich nach dem Thema, nur das, was ich messen kann, kann ich auch managen. Wird es im Prinzip so sein, dass wir im Rahmen der Energieeffizienz, der Energieverbräuche, der Abrechnungsthemen, der gerechten Abrechnung, der Energieeffizienz in Kraftwerken, effiziente Nutzung dieser Energie für die Menschheit, werden wir mit Sicherheit mehr Messtechnik benötigen. Aber wie ich auch schon sagte, mit Sicherheit Messtechnik auch zum adäquaten Preis, in der adäquaten Technik, sodass ich eigentlich der Überzeugung bin, dass wir an mehr Messstellen, mehr Messpunkten in einer höheren Genauigkeit gelangen werden, als wir es heute haben. Mhm. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, das war der Rote Couch Talk mit Herrn Stefan Neuburger, dem Geschäftsführer der Krone-Gruppe, zum Thema Messtechnik am Limit, zukunftsfähige Lösungen im Zuge der Energiewende. Live von der Achema 2012.